Ja, es ist in einigen Vorträgen in den letzten beiden Tagen schon deutlich geworden, zum Beispiel bei Laurenz Kern, dass die Staatsbibliothek im 19. Jahrhundert unter dem Namen Königliche Bibliothek massenweise Handschriften gekauft haben, um das mal so flapsig zu sagen. Ein besonders großer Zeitraum der Erwerbung war zwischen 1840 und 1900, wo eben diese großen Sammlungen angekauft wurden, die eben mit den Signaturgruppen, auch mit den Namen angegeben sind, dadurch erkennbar sind und eben ergänzt wurden durch zahlreiche Einzelerwerbungen in den Signaturengruppen MSO, zu denen auch sehr viel gerade diese indischen Handschriften gehören. Und mein Anliegen ist heute nicht so sehr die Sammler selber oder die Erwerber der Handschriften in verschiedenen Regionen in den Vordergrund zu stellen, die kommen natürlich auch vor, sondern mir geht es darum zu zeigen, was sind denn die Prozesse in der Bibliothek selber gewesen? Nach welchen Kriterien wurden denn Handschriften ausgewählt? Ja, wer hat denn am Ende überhaupt entschieden über einen möglichen Ankauf? Und was waren dann auch die Faktoren, letztendlich auch oder die fachlichen Faktoren, die da beeinflusst, die da zugrunde gelegt sind? Und vor allem, wie wird auch der Wert bestimmt von so einer Handschriftensammlung? Und dazu spielt natürlich auch bei den Verhandlungen zwischen den Sammlern und der Bibliothek ist es auch noch von Interesse, was hatten auch die Sammler dann für Strategien entwickelt, um letztendlich ihre Preisvorstellungen auch zu verwirklichen, dass sie eben auch das Geld bekamen, was sie erwartet haben. Und ich habe dazu zwei Beispiele. Hier sind drei Gestalten zu sehen. Der eine ist Johann Gottfried Wettstein. Carlo Landberg, das sind zwei Orientalisten, die quasi den Anfang und das Ende dieser intensiven Erwerbungsphase im 19. Jahrhundert markieren. Und Heinrich Petermann, Julius Heinrich Petermann, der kommt noch mit dazu, weil der in dem Zusammenhang auch ganz wichtig ist. Und das sind einfach die Beispiele, die ich jetzt hier vorstellen möchte, an denen ich die Fragen, die ich eingangs vorgestellt habe, festmachen möchte und die einige von vielen sind. Ja, und die Unterlagen, die man dazu zur Verfügung hat, an denen man das nachzeichnen kann, die sind eben vorhanden. Es gibt da Erwerbungsakten in der Staatsbibliothek, die Briefwechsel, Dokumente enthalten, auch Rechnungen. Und es gibt eben auch parallel dazu dann auch noch Akten im Geheimen Staatsarchiv. In manches ist Kriegsverlust hier in der Bibliothek, das ist dann im Geheimen Staatsarchiv erhalten. Und bei manchen Sachen ist es genau andersrum. Da ist es eben im Staatsarchiv verloren, aber in der Bibliothek haben sich Dokumente erhalten. Und fangen wir an mit Wettstein, der Orientalist aus Sachsen, der in Leipzig bei Heinrich Leberecht Fleischer studierte und dann in Berlin als Privatdozent wirkte und 1848 als erster preußischer Konsul nach Damaskus ging und dort das Konsulat aufbaute und der ein großes Interesse hatte in arabischer Literatur und in arabischer Sprache und der in verschiedener Hinsicht als Handschriftenhändler dann wirksam wurde, nicht nur in Berlin, wo er eben 1851 und 1859 große Sammlungen anbot, sondern wir kennen ihn auch eben als Vermittler der Refa'iyya-Bibliothek an die Universitätsbibliothek Leipzig. Und er hat ja dann auch nach seiner Rückkehr 1864 eine Sammlung Handschriften nach Tübingen verkauft, eine kleinere. Ja, und Wettstein ist deshalb auch hier von Interesse, weil er auch immer in materiell schwierigen Verhältnissen lebte. Er war als Konsul darauf angewiesen, Nebeneinnahmen zu haben, weil Preußen war kein armer Staat zu der Zeit, aber als Honorarkonsul hat man kein regelmäßiges Einkommen bezogen und war quasi auf das Verkaufen deutscher Pässe oder Handelsprivilegien angewiesen. Und Wettstein hat sich immer darüber beklagt, dass er sehr hohe Lebenshaltungskosten hatte, weil er irgendwie standesgemäß leben musste, um als Konsul ernst genommen zu werden. Und er hat ja dann Dörfer gepachtet und wollte aus diesen Einnahmen dann auch seinen Unterhalt aufbessern, was aber nicht so gut gelungen ist. Und ja, und Wettstein kam auf Heimaturlaub bereits 1851 und da brachte er eine Sammlung von 206 Handschriften mit. Und die Erwerbung dieser Handschriften, das war, ich würde sagen, ein recht einfacher und unkomplizierter Prozess seitens der Bibliothek. Wettstein kündigte die Sammlung schon an. Vor seinem Besuch in Berlin hat er schon die erste Charge von 50 Handschriften in der ZDMG beschrieben. Und das heißt, Pertz, der Direktor der Oberbibliothekar der Preußischen Bibliothek, wusste davon schon dann, als er kam und hat Wettstein kontaktiert und ihn gebeten, doch die komplette Sammlung in der Bibliothek unterzustellen. Dort hat Richard Gosche sie besichtigt und hat ein Gutachten abgegeben dazu und hat auch, das ist eigentlich ganz interessant, dass er eben auch versucht hat, die Preisvorstellung, die Wettstein hatte, zu belegen anhand von irgendwelchen englischen Auktionspreisen, die er da hatte. Das kann ich nicht genau rekonstruieren, was da die Grundlage für ihn war. Das ist auch einfach ein bisschen,
Fantasie, wie er dann einfach die Werte der einzelnen Handschriften versucht zu begründen, Gosche. Wahrscheinlich hat das Ministerium das gefordert. Und das Ministerium forderte wahrscheinlich auch ein Gutachten, aber das ging zu der Zeit eben schnell. Emil Rödiger, Professor in Halle, wurde gebeten, einen Dreizeiler abzugeben. Das ging quasi übers Wochenende auf Basis der Liste, die ihm vorgelegt wurde. Und das ist wirklich ein ganz kurzes Gutachten, wo Rödiger schrieb, das ist eine wichtige Sammlung, die brauchen wir unbedingt. Der preußische Staat soll den Erwerb ermöglichen. Und dann hat eben der Finanzminister Karl Otto von Raumer, der hat eben die Mittel freigegeben aus dem königlichen Fonds. Und deshalb finden sich eben auch in den Wettstein-Handschriften der ersten Sammlung dann eben auch dieses Etikett, dass das eben eine Finanzierung wurde, eben, dass die Handschriftensammlung finanziert wurde, nicht aus dem regulären Etat der königlichen Bibliothek, sondern eben zusätzlich durch den König bereitgestellten Mittel, aus dem Zentralfonds quasi des Königs. Und interessant ist, und das hat ja Farid gestern schon erwähnt, er ist ja gestern auf den Bericht Wettsteins eingegangen, den er eben der Sammlung mitgegeben hat, wo er eben genau die Erwerbungsumstände beschreibt, um einfach deutlich zu machen, wie schwierig das ist, heute an Handschriften zu kommen und dass es ganz wichtig ist, dass der preußische Staat da jetzt schnell aktiv wird, weil Damaskus ja der letzte Platz ist, wo es überhaupt noch Handschriften gibt. Und Wettstein hat diesen Report auch geschrieben, letztendlich mit dem Ziel auch, auch zu rechtfertigen, was er hier für Preise verlangt. Und hat er ganz genau aufgeschlüsselt, dass er eben hier 2000 Taler investiert hat für den Ankauf der Handschriften, dass er hier Zinsen aufschlägt, weil er, normalerweise könnte er das Geld für 20% verzinsen in Damaskus. Das heißt, es geht ihm viel verloren, wenn er da in Vorkasse geht mit dem Handschriftenerwerb. Und dann hat er eben auch für diese Einsichtnahme, für die Untersuchung der Handschriften, eben für dieses Vorkaufsrecht, wo er dann die bekannten schwarzen Punkte dann in die Handschriften machte, wenn er sie nicht nahm, hat er ja auch investiert. Und dann musste er am islamischen Feiertag, musste er dann kleine Geschenke an den Jamal al-Misri, an seinen Händler austeilen und so weiter. Das hat er alles einzeln aufgeführt. Und dazu kommt natürlich dann, dass er auch eine gewisse Summe haben mochte, wollte als natürlich als seinen eigenen Gewinn, den er damit rechtfertigt, dass er ja auch einen großen Aufwand betrieben hat, diese 200 Handschriften erstmal zu beschreiben, auszuwählen und eben auch dieses vorläufige Verzeichnis anzufertigen. So kam er auf 3.285 Taler und das ging rucki zucki, war das bewilligt und das Geld war bei ihm. Und eine weitere Folge von dieser Aktivität war, dass der preußische Staat nun aufmerksam wurde auf Damaskus und Interesse hatte, mehr Handschriften zu erwerben. Und deshalb schickte man eben den Julius Heinrich Petermann, der zu der Zeit Honorarprofessor in Berlin war, mit Wettstein mit. Sie sind gemeinsam nach Damaskus zurückgekehrt und Petermann, und das ist eben ganz interessant, deshalb habe ich den Petermann hier auch noch mit reingebracht, weil diese Geschichte mit Petermann zeigt eigentlich deutlich, wie planvoll und wie systematisch der preußische Staat zu der Zeit vorging, um die Sammlung in Museen und Bibliotheken aufzubauen und zu erweitern. Weil Petermann hat Mittel mitbekommen, zum einen zum Erwerb von Handschriften, aber auch zum Erwerb von Objekten für das Vorderasiatische Museum. Und Petermann war auch aufgefordert, bevor er reiste, bevor ihm diese Gelder im Voraus zur Verfügung gestellt wurden, auch ein Exposé vorzulegen, um einfach deutlich zu machen, was er denn da kaufen möchte und was er glaubt, was die Königliche Bibliothek für Erwerbung noch nötig hätte. Und dasselbe Aufgabe fiel auch an Richard Gosche, den schon erwähnten Kustos der Bibliothek. Auch er musste eine Art Desiderata-Liste verfassen und dem Petermann mit auf den Weg geben, wo er eben genau aufschrieb, in welchen Bereichen Handschriften noch sinnvoll wären und nützlich wären. Ob das dann wirklich auf dem Markt in Syrien so zu finden war, steht nochmal auf einem ganz anderen Platz. Aber auf jeden Fall war Petermann dann mit Wettstein in Damaskus und dann gingen sie ja beide, das hat Farid gestern auch erwähnt, beide hatten dann eben diese, da kann ich jetzt hier nicht näher eingehen, aber Wettstein hat den Kontakt zur Umayyaden-Moschee hergestellt und auf der Suche nach alten christlichen Handschriften stießen sie dann auf diese Koranfragmente der Umayyaden-Moschee und beide, Petermann wie Wettstein, schrieben nach Berlin und informierten Perz, den Direktor, von diesen Funden. Ja, diese Handschrift, die hier links zu sehen ist, aus der Sammlung Petermann, die hat Wettstein gar abgezeichnet, abgepaust und als Papier dann nach, als Abkopie dann nach Berlin geschickt. Und Petermann war auch ganz eifrig, dann eben den Perz zu unterrichten. Und Perz schrieb dann eben zurück, sehen Sie auf dem Zitat, dass unbedingt alles nach Berlin zu schicken sei, was Sie irgendwie kriegen können. Ja, und das ist ganz interessant,
dass Petermann ein paar Korane da schon mitschickt. 53, 54 kamen die dann in Berlin an. Ansonsten reiste er rum, er reiste nach Irak, er reiste nach Jerusalem und versuchte dann eben den Bestand weiter auszubauen. Allerdings reichte das Geld nicht und er war in ständigem Briefwechsel mit Berlin in der Hoffnung, dass man ihm weiteres Geld zur Verfügung stellte, damit er Handschriften kaufen kann. So viel zu Petermann, wir kommen dann später noch mal kurz darauf zurück. Auf jeden Fall Wetzstein. Der blieb ja in Damaskus bis 1859, 60 und war nun gut informiert durch diese Berichte, oder durch diese Desiderata-Liste und durch das Exposé von Petermann und Gosche, hatte er natürlich einen guten Eindruck davon, was die Berliner Bibliothek wollte und brauchte und hatte natürlich gute Kontakte selber, weil er ja sehr gut Arabisch sprach gute Freunde hatte in Damaskus unter den Notabeln, hatte er dann eben die Zeit genutzt, um selber eine zweite Sammlung aufzubauen, zu denen es sehr unterschiedlich ist. Ja, zum einen gehört da diese Sammlung von 750 Volksromanen, dieses Sirat al-Sha'biyyah, die bei uns gerade digitalisiert werden, aber eben auch weitere Koranfragmente in größerem Umfang aus der Umayyaden-Moschee. Und Wetzstein hat diese Sammlung zusammengestellt, fast 2000 Bände, und wollte die auch gerne nach Berlin verkaufen. Aber das gestaltete sich zunächst etwas schwierig. Als nämlich Petermann berichtete, nämlich 1855 aus Bagdad oder aus Basra, dass er gehört hat, dass eine Sammlung von einem gewissen Robert Taylor zum Kauf stünde und dass es doch was wäre für Berlin. Und diese Robert-Taylorsche Sammlung, die liegt dann in London und Gosche fährt nach London, um sich die Sammlung anzuschauen und 14 Tage lang dort zuzubringen, um ein Verzeichnis zu erstellen. Das heißt, Sie sehen, auch die Bibliothekare in Berlin haben Erwerbungsreisen durchgeführt. Allerdings ging die dann eben nicht nach Konstantinopel oder Damaskus, sondern die ging dann eben nach London oder Leiden oder nach Tutzing an den Starnberger See, also nicht ganz so weit. Und auf jeden Fall wurde dann eben der externe Gutachter für diese Taylorsche Sammlung, war dann Wetzstein. Und Wetzstein hat die Sammlung durch den Dreck gezogen. Er meinte, die Handschriften sind gar nicht mehr so teuer in Damaskus. Und die früher selten waren, die sind heute häufiger zu finden. Und der hat riesige Mondpreise bezahlt. Ich würde vom Kauf abraten. Und dann war Perz, der Direktor, war ziemlich sauer und hat eben gesagt, ja, der Wetzstein hat gar keine Ahnung, der Petermann ist viel mehr rumgekommen im Orient und kennt sich besser aus. Außerdem ist der Petermann viel uneigennütziger, weil er jetzt wirklich die Sachen zu günstigen Preisen verkauft. Und auf jeden Fall kam es dann nicht dazu, dass die Taylorsche Sammlung angekauft wurde. Aber was eben festzustellen ist, wie lange rede ich eigentlich schon? Ja, noch 10 Minuten, gut, ich habe einen Schreck gekriegt, als ich von meinen Uhr schaute, Entschuldigung. Und das war also, er war jetzt jedenfalls gerade beim Bibliotheksdirektor in Berlin nicht so angesehen und hat dann erstmal versucht, seine Sammlung anderweitig unterzubringen, hat Kontakt aufgenommen nach Wien und die Bibliotheken in den USA und es stellte sich aber heraus, dass es alles im Sande verlief und dass er am Ende dann doch wieder nach Berlin kam und dort die Sammlung auch aufstellen durfte und sie wurde dort begutachtet, aber es zog sich eine Weile hin, bis diese Sammlung dann angekauft werden konnte. Und in der Zeit tauchte schon Alois Sprenger auf. Wir wissen ja, dass Sprenger auch 1857 eine Sammlung nach Berlin verkauft hatte, die eigentlich nach München gehen sollte. Gab es da auch Streit. Und dieser Alois Sprenger schickte seinen Anwalt und hat gesagt, der Wetzstein hat Schulden bei mir. Diese Sammlung soll bitte beschlagnahmt werden und die gehört dann eigentlich mir. Und das war, also Wetzstein war in einer finanziellen Drucksituation und musste aber nur noch jahrelang warten, bis sich der preußische Staat dann bequemt hat zu einer Entscheidung. Und das geschah erst 1862, also 3 Jahre später. Und der Preis wurde deutlich reduziert. Es waren dann nur 25 Taler statt den geforderten 34.000, die gezahlt wurden, und zwar ohne Zinsen. Und Emil Rödiger hat auch da einen kurzen Bericht geschrieben. Und es stellte sich raus, da eben das Rödiger empfahl, dass eben der Preis, der für die Sammlung gezahlt werden sollte, nicht so hoch sein sollte und sich dann ein bisschen an der Sprenger-Sammlung orientierte. Man sieht hier mal als Zwischenstand, was die Durchschnittspreise sind, die da gezahlt wurden für die großen Sammlungen. Das sind eben bei der ersten Wetzstein-Sammlung noch 48 Mark. Ich habe das jetzt hier von Taler in Mark umgerechnet, damit das einheitlich ist. Und Petermann hat die Handschriften wirklich günstig abgegeben. Und da sieht man, was ist es, wenn der Zwischenhändler ausbleibt. Ja, dann sieht man, hat man wirklich einen Eindruck, wie die Preise realistisch sein könnten. Weil Petermann hat ja wirklich unmittelbar dort gekauft und sie direkt an die Bibliothek geschickt. Aus den jeweiligen Orten, wo er sie erworben hatte. Und Wetzstein hat dann also für die zweite Sammlung nicht mehr einen ganz so hohen Preis fordern können, wie für die erste Sammlung.
Ja, so viel das für die Zeit in den 50er Jahren, als eben dieser große Erwerbungsboom in der Preußischen Königlichen Bibliothek einsetzte. Und jetzt kommen wir zum Ende dieser Zeit, zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und da tritt Carlo Landberg auf den Plan. Er ist ganz anders als Wettstein. Ja, er ist sehr wohlhabend. Er hatte einen Industriellen, die Witwe eines Industriellen geheiratet, lebte im Schloss Tutzing am Starnberger See, verfügte über eine Brauerei und über andere und viele Häuser. Und er war wohlhabend, reiste regelmäßig nach Ägypten oder nach Syrien, später auch nach Südarabien. Und er lebte dort und hatte viele Bücher. Er interessierte sich für Dialekte vor allem, hatte publiziert zu arabischen Dialekten und war ein sehr selbstbewusster Mann, war nicht bei sehr vielen Orientalisten beliebt, muss man sagen. Aber über Landberg selber könnte man einen eigenen Vortrag halten. Hier geht es ja jetzt nur um die Handschriften. Und 1884 erwarb die Königliche Bibliothek dann eine Landberg-Sammlung. Und diese Landberg-Sammlung wurde von Brill in Leiden angeboten. Und es waren ungefähr 1000 Bände. Und Wilhelm Ahlwardt reiste nach Leiden, um sich diese Sammlung anzuschauen. Und er war begeistert davon. Eine super Sammlung. Dies ist viel besser als die Wettstein-Handschriften. Weil in den Wettstein-Handschriften, das war so schwierig, weil da fehlten die ersten Blätter. Die wurden dann ersetzt durch neue Texte. Und das stimmt dann alles nicht. Und Ahlwardt beschwert sich, das kann man nachlesen, auch in den Einleitungen zu seinem 10-bändigen Katalog, dass er die Qualität jetzt nicht grundsätzlich in Frage stellte von der Wettstein-Sammlung, aber dort eben viele Exemplare vorgefunden hat, die nicht vollständig waren und später falsch ergänzt wurden. Und er begründete das, also Ahlwardt selber begründete das damit, dass die Preußen eben relativ spät erst mit Handschriften sammeln angefangen haben und deshalb nicht mehr so hochwertige Sachen gefunden haben. Und es ist so, dass Ahlwardt jetzt von der Landberg-Sammlung begeistert war, weil es waren eben alles vollständige Handschriften. Ja, und Landberg selber hat suggeriert, es würde sich um eine Privatsammlung handeln, die vollständig erhalten geblieben ist. Das war aber nicht so. So, und das Geld kam, weil eben Valentin Rose, der spätere Direktor der Handschriftenabteilung, der 1884, in dem Jahr, als die Sammlung erworben wurde, als Richard Lepsius auch starb, der vorher Direktor der Königlichen Bibliothek war, er hat sich sehr stark dafür eingesetzt, beim preußischen Staat Gelder für Sammlungen zu bekommen. Und er hat eben auch so einen Immediatbericht geschrieben an den Kaiser, sagt, die orientalischen Handschriften, das ist der Bereich, da sollten wir aktiv werden, weil nur da können wir noch konkurrenzfähig bleiben bei dem Erwerben, können wir vergleichsweise geringe Mittel Handschriften in größeren Mengen aufkaufen, sodass wir mit München, mit London und Paris konkurrenzfähig bleiben, während das eben für die abendländischen Handschriften schwieriger geworden ist. Also man sieht, dass hier auch ein sehr großes, es ging nicht nur um wissenschaftliches Interesse, sondern es ging durchaus auch darum, eben Berlin als repräsentativen preußischen Standort, als Kulturstandort, Preußen als Kulturmacht zu festigen. Auf jeden Fall war das Geld dann bereitgestellt worden und alle waren glücklich. Und es dauerte noch ein paar Jahre, und zwar 1896, da hielt Wilhelm Ahlwardt in Greifswald einen Brief von Landberg und sagte, er möchte jetzt die nächste Sammlung verkaufen, 800 Bände. Und er schreibt hier, er soll bitte am liebsten selber gleich vorbeikommen nach Tutzing, um sich die Sammlung anzuschauen. Er soll bloß nicht den Stern schicken, der hat ja von arabischen Handschriften keine Ahnung. Ludwig Stern war dann der Kustos für die arabischen Handschriften in Berlin. Und Ahlwardt leitet diesen Brief von Landberg dann an das Ministerium weiter, an Willmanns, an den Direktor dann, 1896 der Königlichen Bibliothek. Und dann nahm die Verhandlung um diese Sammlung ihren Anlauf. Man sieht, dass hier viel mehr Menschen mitwirkten, um diesen Ankauf zu beurteilen und zu bewerten. Es gab eben erstmal die Bibliothekare, die eine Meinung dazu hatten, Ludwig Stern, der Chef der Handschriftenabteilung, August Willmanns, der Direktor. Die Finanz- und Kultusminister spielten natürlich eine Rolle, weil sie mussten am Ende sich dafür einsetzen, dass die Mittel freigestellt wurden. Und für diesen Ankauf, der dann am Ende ja nicht zustande kam, wurden 3 externe Gutachten eingeholt. Also man hat dann nicht mehr einfach so alles durchgewunken, obwohl eigentlich das Geld vorhanden war, was man an anderen Ankäufen zu der Zeit sieht, sondern man war zurückhaltender. Und es zeigt zum einen eben, wie sich die Erwerbung verändert hat, das heißt vom Ankauf großer geschlossener Sammlungen relativ pauschal hin zu einer stärkeren Prüfung und dann eher zu einer gezielten Ergänzung in Einzelkäufen. Ja, und deshalb hat man diese Sammlung da abgelehnt. Aber das, da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Es war nämlich so, dass eben zunächst Ahlwardt, also
ein Statement abgibt und sagt, die Sammlung ist sehr gut und enthält sehr viel wertvolle Handschriften, vor allem eben Schwerpunkt Ägypten und Jemen, und es wäre eine wunderbare Ergänzung für den vorhandenen Bestand. Und Landberg selber hat natürlich großspurig, wie er war, auch gesagt, dass seine Sammlung, die er jetzt anbietet, die wertvollste ist von allen, die er bisher angeboten hat. Aber Stern, Ludwig Stern, der in Tutzing diese Sammlung besichtigt hat, meinte eben, der Preis sei deutlich zu hoch, so interessant die Objekte auch sind. Und dann hat Landberg schon gesagt, falls ihr ein externes Gutachten einholt, bitte nicht von Eduard Sachau. Aus Sachau wurde gebeten, und zwar vom Minister selbst, also nicht von der Bibliotheksdirektion. Das heißt, Sachau hat ein Gutachten abgegeben, was die Sammlung durch den Dreck zieht. Ich meine, diese Sammlung bestünde zum großen Teil aus neuen Abschriften. Das ist völlig uninteressant. Und diese ganze Mätressenkram, den brauchen wir nicht. Ja? Und das war also nicht die Literatur, die er erwartete. Und interessanterweise wurde dann Eugen Prüm, der Orientalist in Bonn, gebeten, all die bereits vorhandenen Statements von Stern, Ahlwardt, Sachau auszuwerten und nochmal ein Gesamturteil abzugeben. Und Prüm hat eben sich sehr positiv über diese Sammlung geäußert und meinte, und hat eben dann daran erkennt man an dem Statement von Prüm, dass sich eben auch die Islamwissenschaft änderte und dass eben auch Prüm gerade meinte, man soll jetzt auch für den zukünftigen Bedarf erwerben und soll auch schon in Aussicht stellen, dass sich ja auch die Fragen, mit denen sich die Wissenschaftler beschäftigen, auch verändern werden und dass es dann gut ist, auch in anderen Bereichen schon Sammlungen aufzubauen. Abgesehen davon sei es absolut gut, alles zu kaufen, wenn es nur irgendwie geht, was in der arabischen Welt auftaucht. Und das war so, dass das Landberg sehr hohe Forderungen hatte von 100 Mark pro Band, und er ist da zunächst auch überhaupt nicht abgewichen, ja, weil er sagt, er hat auch andere Möglichkeiten. Und später ist er dann auf Südarabienreise gewesen, das ging ja schief für ihn mit David Heinrich Müller, da hat er keine gute Figur gemacht, und dann hatte er privat auch eine Trennung von seiner Frau, er zog dann eine kleine Wohnung nach München und er musste diese Handschriften loswerden, er brauchte dann wahrscheinlich auch das Geld. Und er war dann am Ende zu großen Zugeständnissen bereit und ist dann mindestens um ein Drittel in seinen Preisforderungen abgerückt, und ich nehme an, dass dieses Drittel, das ist eine Mutmaßung, ungefähr das Drittel war, was er dann Harrassowitz an Kommission geben musste, als die Handschrift dann nach Yale verkauft wurde. Und das sieht man eben, wie sich die Dinge auch verändert hat. Die Preußen wurden natürlich knausriger und hatten keine Lust, auf Landbergs Forderungen einzugehen. Aber Landberg konnte die Sammlung eben in die USA verkaufen, wo man es eben, wie man hier in dem Zitat sieht, als Schnäppchen ansah. Ja, dass man die für einen Preis von 100 Mark oder 800 Bände, ja, für, nicht ganz, ja, Entschuldigung, auf jeden Fall für diesen Preis, den Berlin nicht zahlen wollte, dann diese Sammlung kaufen konnte. Und interessant ist, dass eben auch Landberg es nicht gelang, die Sammlung direkt in die USA zu verkaufen, dass er eben auch einen Mittler brauchte, einen Buchhändler, weil eben doch die Kontakte nicht so waren, dass man einfach von Deutschland aus eine Sammlung so ohne weiteres in die USA verkaufen konnte. Und dass das wahrscheinlich auch schon Grund war, weshalb Wettstein 1858, 59, das es ja auch versucht hatte, da gescheitert war, weil einfach die Handelsverbindungen da möglicherweise auch nicht so gut waren. Ja, und man sieht eben hier, und damit komme ich jetzt auch zum Ende, dass eben die Landbergsforderungen doch etwas herausragen, was die Preise betrifft, und dass das einen ganz klaren Grund war, weshalb am Ende das preußische Ministerium diese Sammlung ablehnte, was natürlich sehr schade ist für unsere Bibliothek. Ja, und ich habe doch noch eine Folie, und ich möchte einfach zusammenfassen, dass es, was ich versuchte deutlich zu machen hier in meinem Vortrag, ist, dass es eben dieser Ankauf von Handschriften durch die Bibliothek auch jetzt nicht einfach nur ein Selbstläufer war, dass dann einfach man konnte nicht einfach hundertprozentig davon ausgehen, wenn ich mit Handschriften aus Damaskus zurückkomme, dann, dass mir diese Sachen aus den Händen gerissen werden zu den Preisen, die ich wünsche. Sondern dass es immer auch mit einem gewissen Risiko verbunden war und dass eben doch oft auch wirklich ein wissenschaftliches Interesse dahinter stand bei den Sammlern, wenn sie diese Sammlung zusammengetragen haben. Und dass eben auch die Bibliothekare, und das versuchte ich auch deutlich zu machen, oder eben auch die Bibliotheksleiter durchaus bestrebt waren, obwohl es eben hier um große Mengen von Handschriften geht, die Erwerbung mitzugestalten und auch mitzusteuern, in welche Richtung die Auswahl der Handschriften geht. Das ist, denke ich, auch was hervorzuheben ist. Und
Ja, und dann war eben auch erstmal Schluss Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann kann man eigentlich sagen, dass sich die Königliche Bibliothek dann erstmal ihre Erwerbung eher in andere Richtungen legt. Ja, Indien, Zentralasien, auch Materialien aus China. Man hatte einfach in dem Bereich islamischer Handschriften gesagt, hat man jetzt erstmal einen Stand erreicht und hat dann eben auch einfach den Fokus auf andere Regionen gelegt, um dort die Bestände sinnvoll zu ergänzen. Und erst dann mit der Gründung der Orientabteilung, der orientalischen Abteilung unter der Leitung von Gotthold Weil, dann ab 1919, dann setzte eben auch vermehrt der Erwerb islamischer Handschriften wieder ein. Das hatten wir ja gestern bei dem Vortrag von Gülerdoğan Averbeck dann thematisiert. Vielen Dank.